Für mich stechen sie aus allen Menschen, die ich kenne, deshalb hervor, weil sie einen ganzen Gedankenkatalog zur Finanzkrise vorbereitet haben, die uns derzeit erschüttert. Wie konnten Sie die voraussehen? Nun, es handelt sich um eine strukturelle Krise. Innerhalb unseres gegenwärtigen Geldsystems wird man weder das Problem des Klimawandels noch das der Arbeitslosigkeit lösen, auch nicht das der gesellschaftlichen Überalterung oder der Rentensicherung. Der Sozialvertrag kann in diesem System nicht eingehalten werden. Alle konventionellen nationalen Gelder sind vom gleichen Typ. Sie sind Bankschulden. Das Geld entsteht dadurch, dass Personen sich etwas von Banken leihen, ob nun Privatpersonen, Staaten oder Firmen. So wird Geld generiert. Also liegt hier eine Monokultur vor. Und es ist nichts Neues, dass Monokulturen keine besonders zuverlässigen, stabilen Systeme sind. Die kleinste unerwartete Begebenheit lässt das Ganze in sich zusammenfallen. Sie sind extrem anfällig. Extrem. Am besten versteht man das anhand einer Metapher. Stellen Sie sich ein Auto ohne Bremsen vor, mit einem unzuverlässigen Steuerrad. Und wenn Sie irgendwo reinkrachen, heißt es, dass Sie nicht fahren können. Aber niemand würde in Abrede stellen, dass die Maschine das Problem ist. Egal wie gekonnt jemand so ein Gefährt steuert, der Unfall ist vorprogrammiert. Und genauso verhält es sich mit unserem Finanzsystem. Auch wenn man alle Nichtskönner feuert und ein neues Team in dieses Auto setzt, an dem weder Steuer noch Bremsen funktionieren, alle brechen sich garantiert wieder das Genick. Die Probleme unserer Zeit sollten für uns Anlass oder, wie ich finde, Verpflichtung zu einem Paradigmenwechsel sein. Wir müssen für unsere Gesellschaft organisatorisch und strukturell eine neue Ebene erreichen. Aber mit einem Steinzeitkonzept wie der Einheitswährung steht das in weiter Ferne. Man stecke alle patriarchalischen Gesellschaften in einen Topf, ob nun China, Mesopotamien, die Griechen, Römer, die Renaissance und unsere heutige. In allen finden wir zentralistische Monopolwährung und Zinsen. Und festgelegt werden die von oben. Das ist ein Mittel, Ressourcen von unten nach oben zu extrahieren. Durch Zinsen wird das Geld denjenigen entzogen, die nicht genug haben, und von denen einverleibt, die sowieso schon viel haben. So funktioniert das per Definition. Mit Zinsen verhält es sich so. Wenn man eine gewisse Sicherheit haben will, häuft man Geld an und lebt von den Zinsen. Das leistet der Gier Vorschub. Haben Sie denn einen Vorschlag, wie man die grundlegenden Prinzipien und Strukturen unseres Geldsystems zurechtrücken könnte? Man bräuchte eine Vielfalt an Währungssystemen. Unterschiedliche Geldarten rufen unterschiedliche Verhaltensweisen hervor. Mit ihren Flugmeilen gehen sie doch auch anders um als mit ihren Dollars. Das wäre ein Beispiel, allerdings ohne großen sozialen Wert. Da müsste man fragen, wie steht es um die Versorgung älterer Mitmenschen? Welche Anreize gibt man für umweltfreundliches Verhalten? Da gibt es eine ganze Reihe von Systemen. Nennen Sie uns welche? Gut, der japanische Furei Kippu ist ein gutes Beispiel. Übersetzt heißt das Bezugsschein für Pflege und Zuwendung. Ein Furei Kippu ist eine Stunde, die ich damit verbringe, einem älteren oder behinderten Mitmenschen zu helfen. Das ist eine Währung auf Zeitbasis für derartige Dienstleistungen, die man gutgeschrieben bekommt. Das funktioniert elektronisch, genau wie ein Sparkonto. Aber was kann ich damit anfangen? Nun, ein praktisches Beispiel. Sagen wir, ich bekomme die Grippe. Ich telefoniere kurz und jemand holt mein Kind ab. Jemand, der zum Netzwerk gehört, keine unbekannte Person. Jemand, auf den ich mich verlassen kann. Faszinierend finde ich nun das Ergebnis einer Umfrage, die unter den alten Menschen durchgeführt wurde. Da wurde folgende Frage gestellt. Wer ist Ihnen lieber? Personen, die in Yen, der Landeswährung, bezahlt werden, oder Dienstleistungen über den Furei Kippu? Durchgängige Antwort: Furei Kippu. Und warum? Die Beziehung ist anders. Die nette alte Dame in meiner Straße erinnert mich an meine Mutter. Und wenn sie ihren Reis etwas weicher gekocht mag, mache ich das für sie. Und zwar gern, was sie wiederum merkt. So lässt sich also gut demonstrieren, dass unterschiedliche Zahlungsmittel unterschiedliches Verhalten hervorrufen. In diesem Fall Kooperation und nicht Konkurrenzkampf.